Hallihallöchen, liebe Podcast-Freunde. Ihr seht schon, was diese Pylonen und diese Bobbycars auf sich haben, das... seht ihr übrigens am 30.03.2012. Ja, ist das nicht super? Denn da findet dann die erste Ausgabe der neuen Staffel On Air Tonight statt, im geliebten Foyer der Wolfenbüttler-Lindenhalle. Ja, und man muss sagen, es ist wirklich der aktuelle Vorverkaufsstand. Es ist jetzt Montagabend, der 19.03. Mhm. Es ist ca. 20.11 Uhr ja. Und es sind nur noch 8 Karten im Vorverkauf erhältlich. Also wenn das jetzt aber auch nicht mal ein Kracher ist. Super. Wir machen es einfach wie letztes Mal. Der 100. Also der 130. Also wer die letzte Karte kauft, meldet sich bitte bei uns rechtzeitig vor der Show, damit wir uns mal schönes einverlassen können. Genau, damit Herr Tschupke wieder ganz spontan aus der Garderobe den dort vorhandenen Blumenstrauß klaut und ihn seiner Mutter feierlich überreicht und sagt, ich bin ein guter Sohn, dieser Strauß ist original von dir gekauft. Das war ja nun wirklich Zufall. Also, wenn das ausgerechnet meine Mama die letzte Karte kauft und sich darum auch noch mit meinem Vater streitet, also es war einfach sensationell. Ja, das war schön. Was können wir noch erzählen? Wir haben ganz viele Dreharbeiten hinter uns. Zum einen haben wir die Lichterkette vorletzten Sonntag schon geschafft. Richtig. Jetzt am Samstag waren wir in der Wolfenbüttler Fußgängerzone. Ich hoffe, es hat keiner gesehen. Als auch im Gang zu unserer Garderobe. Da ist auch einiges entstanden, wo man sagt, purer Sex. Ja, ich habe mich dabei sogar ein bisschen verkühlt. Also, aber mehr soll wirklich nicht verraten werden. Freut euch auf ein paar spannende Beiträge, auf ganz viele Neuigkeiten. Und ein knackiges Programm am 30. März im Foyer der Wolfenbüttler Lindenhalle. PS, ich war soeben um 18.15 Uhr in der Tanzschule am Park, im Park, beim Park. The Jonas Sisters sind fett am Proben. Drei super geile Auftritte werden sie hinlegen, hinschmettern. Die tanzfreudigen Mädchen werden was Schönes kredenzen. Ich habe mich davon überzeugt, habe mein Zertifikat runtergesetzt. Herr Tschupke war leider im Stau der öffentlichen Streiks. Ja, ÖPNV war heute nicht so schön nach Braunschweig, aber ich verstehe euch, Jungs. Ich stehe voll auf eurer Seite. Und Mädels natürlich auch. Alles total gut. Gefangen. Alles ja, gut. Jetzt ist es PS wieder länger als der eigentliche Podcast. Ja. Tschüss. Macht's gut. Jetzt gehe ich nach oben gucken, das ist auch nicht gut für den Heizung.